Willkommen unter Luther und Wattbart, Assassin's Creed Origins. Da bin ich! Moin Moin! So Leute, ja, was ist so passiert? Außer, dass ich gestorben bin, als ich hier gerade meine wunderschönen Schätze alle gespottet hatte. Ja, ja, ist der Meister gestorben. Runtergefallen und von allen Seiten wurde er zusammengeprügelt. So wie es halt richtig lustig immer ist. So. Und ja, ich habe jetzt hier mit der Ausnahme von einem Schatz, wenn ich den... Genau. Ein Schatz fehlt mir jetzt nämlich noch. Den werden wir jetzt noch zusammenfinden. Den anderen habe ich jetzt selber geholt, weil es ist schon gemein doof, manchmal die Schätze zu suchen. Und ich bin jetzt einfach durch alle Gebäude geströmt, habe halt immer den hier gemacht. Der ist, wo ist denn der jetzt hin? Da oben sprintet er rum. Merkst du nicht, dass alle deine Buddies tot sind? Stört ihn nicht, oder? Den stört irgendwie gar nichts. Naja, dann eliminieren wir den mal schnell, würde ich sagen. Das ist ja eh nicht unser Ziel, das ist ja nur der Kommandant, den können wir gut eliminieren. Schön, dass sie immer stehen bleiben. Und jetzt müssen wir noch den einen Schatz finden, danach bin ich fertig hier. Es ist echt ziemlich scheiße, Schätze in dem Spiel zu finden, Mann. Weil früher hat man A-Lauge aktiviert, sagt man, hat immer gesehen, ob Schatz, ob was auch immer es ist. Aber hier, es sind zwar immer irgendwelche Schätze oder... Also meistens, aber ihr seht, es können auch einfach nur so gammelige Pfeile sein, die da rumliegen. Und das kotzt schon ein wenig an. So, und mir fällt gerade auf, eigentlich hätten wir so wie es aussieht gar nicht hier lang gehen müssen, oder? Sehe ich das falsch? Oh, ist dein Freund tot. Oh, ist dein Lover tot. Tut mir ja gar nicht leid. So, wir holen uns jetzt noch den einen Schatz, denn dann haben wir diese echt... Also, umfangreichste, muss man auch wohlgemerkt sagen. Festung haben wir dann hier geschafft, weil 4 Schätze, oh. Das brauche ich nicht nochmal. Also, es war nichts Gutes dabei. Also, denkt euch nicht. So. Ja. Ihr habt auch nicht viel verpasst, wie gesagt. Ich finde es auch, ich habe es auch eigentlich ziemlich schön stealthy gemacht. Also, bis auf den letzten da, da bin ich gescheitert. Ansonsten habe ich alles auch schön stealthig hinbekommen, aber ich suche da, ist ja schon einen ganzen Tag im Endeffekt schon, weil es schon wieder dunkel wird. So. Die Wahrscheinlichkeit ist doch hoch, dass das hier drin ist. So. Da waren wir nämlich noch nicht. Plündern, plündern, plündern. Und da ist er drin, oder? Oh. Komm, ich scheiße auf diese doofen Geldmünzen, Mann. Die könnt ihr ja alle haben, Mann. Ich spende die gerne irgendwo. Ich will nur meinen einen Schatz haben. Es kann doch von mir als eine Goldmünze drin sein. Oder von mir das Mehl oder was auch immer. War das? Na, das war das seltene. Oh. So, jetzt gehen wir da hoch. Wenn das will. Guter Boy. Das ist auch ne. Oh. Okay, da habe ich welche übersehen. Dann hoffe ich mal, dass es das ist. Da war ich doch gerade. So, okay, oben haben wir noch eins. Das könnten wir uns noch theoretisch holen. Da bist frei. Bist auch frei. Du auch. Wollt ihr mir helfen, meinen Schatz zu suchen? Ich brauche nur noch einen. Ich weiß noch nicht, wo der noch sein könnte, Mann. Ihr seht, ich habe alles abgesucht, Mann. Da oben sind 2, aber das werden zu 99% werden das Pfeile sein. Das ist halt auch so doof, Mann. Dass Pfeile einfach wie Schätze markiert werden. Aber ich kann da jetzt nicht aufgeben. Ich habe da jetzt eine Viertelstunde rumgemacht. Bin gestorben, also noch länger. Ach, so viel Zeit und jetzt scheitert es an diesem einen Kackschatz, Mann. Aber schaut euch das doch mal an, was für ein Scheißdreck das ist, Mann. Seid mir nicht böse, Mann. Ich mag Assassin's Creed Origins. Das ist schon cool, Mann, aber es ist doch einfach Bullshit, Mann. Früher, da habe ich halt mein A-Lager gehabt. Da hat es halt geleuchtet, wenn es ein Schatz war und ich wusste, ob ich da hingehen will oder nicht. Hier. Es kann ja gar nichts sein. Es kann ja nur Krampf sein, was da liegt. Ich sag ja so eine Goldmünze.
Dann haben wir nur noch eine Hoffnung, und zwar sehen wir dem zwar zu nichts zu gebrauchen im Normalfall ist, so wie auch hier wieder. Ja, ich kann mal da helfen. Hilft den Rebellen. Ihr habt es echt nicht geschafft, gegen eine Person zu überstehen. Ihr seid echt solche super Rebellen. Gegen wen wollt ihr rebellieren? So, komm schon. Da muss es drin sein. Ja! Ah! Ba. 1000 Erfahrungspunkte. 500 ist auch okay. Ja gut, eigentlich waren wir ja ganz woanders. Wir wollten ja Patrouillen hier. Zwischen Ackerbund und Palast. Okay, gut. Fertig. Eigentlich waren die ja beim letzten Mal hier in dem schönen... Oh, das machst du aber sehr gut. Die waren ja eigentlich hier drin in der Festung, aber dann bin ich ja gestorben und Simon sind jetzt irgendwo anders gespawnt. Aber wurscht, Hauptsache wir haben es geschafft. Ja Leute, was ist eigentlich beim letzten Mal passiert? Wir haben uns hier ein bisschen mit den Nebenquests geärgert. Aber jetzt geht's voran, Mann. Jetzt machen wir noch die Nebenquests und danach geht's bam, 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 Hauptsache, Mann. Ich wäre halt noch gerne Level 20 geworden, aber mir langt es jetzt auch mal, Mann. Ich meine, die sind zwar eigentlich teilweise immer ganz cool, die Sidequests. Also es gibt echt teilweise sehr schön. Ich finde es auch schön, dass da auch Cutscenes teilweise halt drin sind, was halt wirklich eigentlich so gut wie im keinem Spiel ist, außer ist The Witcher, und The Witcher ist halt, macht halt die besten Sidequests überhaupt. Aber sonst echt ganz cool, aber wie gesagt, auf Dauer geht es schon ein bisschen auf die Nerven. Besonders dieses Suchquest, also. So, komm, ich ja, der hat mich beim letzten Mal auch umgebracht. Der hat uns beim letzten Mal getötet. Deswegen ignorieren wir den jetzt und gehen hier über die Häuser. Hä? Da wohnt ja die gute Aya. Also hat sie gewohnt. Jetzt wollen wir bei der hübschen Kleopatra und feiern Orgien. So, da bringt mir Seno natürlich arg wenig. Der Zensor wird seine Liebe. Alter. Spiel. Also komm, ein Jump in den Heuhaufen, das hat in Assassin's Creed 1 schöner funktioniert. Ach, das sind Level 21er Gegner. Was? Ich dachte, die Quest kann ich machen. Der heutige Teil war besonders verdorben. Und der Phylaketas ist da hinten und hockt und wartet auf uns. Geil. Ihr habt doch den Bogen gewechselt, da. Ihr seht schon mal, den Level 20er Gegner. Level 20, Mann. Und wir radieren ihn hier aus, Mann. Und er, ein Pfeil, Mann, Hälfte des Lebens weg. Das ist so cool, Mann. Also das mit dem Leveling, wer sich das ausgedacht hat, Mann, das war echt nicht die hellste Bohne. Das Einzige, was wir machen können, ist wirklich schauen, dass wir die immer mit unserer Dolchklinge von hinten ein bisschen eliminieren können. Der eine ist sogar Level 22. Stört auch keinen, gell? Hallo, Idioten! Idioten! Ja, genau.
Ach, hier sind überall Feinde. Okay. Ich dachte mal, wir könnten halt der Quest, die uns das Spiel sagt, dass wir sie schaffen können, auch mal schaffen, aber da habe ich mich wohl geirrt. Leute, wir ignorieren das. Wir machen ganz kurz einen Cut. Bis gleich.
So, liebe Leute, wir sind da wieder da. Ich habe jetzt nur mal kurz hier Pause gemacht, weil ich jetzt hier den Weg lang geritten bin, hier runter. Ja, das mussten wir jetzt nicht zusammen machen. Ich ignoriere jetzt Nebenquests, die sind mir jetzt alle wurscht, Mann. Wir stimmen jetzt vor, sprechen mit Tarka in Letopolis und dann schauen wir mal, ob wir hier etwas über den werten Herrn Scarabeus herausfinden können. Wir ignorieren jetzt alle Sidequests, Mann, die sind uns doch wurscht, Mann. Mit Level 18. Für die Hauptsäule reicht's. Für die Hauptsäule reicht's. So. Plätze. Hast du super gemacht. Meister Tahaka? Mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka. Der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nichts zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese Scheißkerle zurück! Ich tue mein Bestes, Freund! Sie kommen aus dem Sturm! Sie sind der Sturm, so wie sie hier für mich gerade aussieht. Ihr seid ja miese Typen, Mann. Verbündeter schwer verletzt, sehr gut. Komm, wir sind noch nicht fertig. So macht man das mit Stil, meine Freunde. Tarka, geh mir aus dem Weg. Übrigens, der eine Diener, der hat meinen Wein verschüttet, Mann. Dafür hat er übrigens den Tod verdient, Mann. Niemand verschüttet meinen Wein. Oder was das auch immer für ein Gebräu war. Hauptsache, hau gut rein. So, wo bist denn? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir sind, Mann. So, da sind schon mal Verbündete. Schon mal ein gutes Zeichen. Euer Blut wird meinen Garten besser. Aber glaubst du, dann wachsen noch die Pflanzen gut? Alter, wollt ihr nicht alle abhauen? Jetzt habe ich hier einen Grau gehauen. Vielleicht ist dein Blut eine gute Wässerungsanlage. Man weiß nie. So. Bam. Genug eliminiert. Eskortiert Tahaka, ich sehe ihn nicht mal. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an. Dankeschön, habe die Ehre. Erst läuft er weg, dann läuft er hin. Ja, ja, und was machst du? Wer will noch, wer hat noch nicht? Da ist er doch.
Alter, wir metzeln uns da durch, Mann. Ist ja langsam nur lustig. Und du versteckst dich da hinten, oder? Letopolis, Mann. Gerade sind wir noch reingeritten und jetzt sieht man gar nichts mehr. Aber coole Bauwerke. Ich würde zwar gern was davon sehen, aber man kann natürlich nicht alles haben. Okay, da hinten wird nochmal gefightet. Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Lauf nicht in den Sturm hinein! Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf, doch ihr findet eiserne Krallen vor! Das ist immer noch nicht. Wie viel sind denn hier, Mann, von denen? Vom Scarabeus? Ich weiß es nicht. Sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Balk, schnapp sie dir. Gut, dann peitschen wir noch ein bisschen weiter, oder? Oh, komm. Metropolis wird euch standhalten, Hunde. Sterbt, ihr Hundesöhne. Komm. Sehr schön. Gut, Mann. So, da. Oh, da liegt einer am Boden. Immer auf den Boden hauen und dann umkippen. Oh, den können wir. Gerade hatte ich die Chance, den von hinten zu eliminieren, aber nun gut. Ich muss unbedingt immer den letzten Schlag austeilen, ansonsten kriege ich nämlich keine Erfahrung. Okay, Leute. Gut, bevor wir jetzt aber mit Taka reden, der schon wieder hier am Boden lag, machen wir erstmal einen kleinen Cut und vielleicht überleben wir das sogar, auch wenn es aktuell nicht danach aussieht. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen, ciao!